Warum heiraten? Grüß euch, servus, dann Robby. Ich möchte heute diese Frage mit euch teilen, weil das ganz was Tiefes ist, ganz was Menschliches. Und ich möchte mal aufzeigen, was da die Liebe eigentlich tun will, wenn man heiratet. Also die Liebe möchte immer ein Gut mit dem Geliebten teilen. Es gibt bei der Freundschaft schon das, was einem wertvoll ist, dass ich das mit einem Freund teilen will. Und da gibt es auch das Gut, das man teilt, verbindet einen nachher. Also Fußballfreunde, Musikfreunde, etwas, was ich im Herzen trage, möchte ich mit den anderen teilen. Und bei der Liebe, die zur Ehe führt, da möchte man nicht nur etwas teilen, sondern das ganze Leben mit dem anderen teilen. Es gibt eine Heilige, die heißt Therese von Lisieux, die sagt, die Liebe gibt alles, sogar sich selbst. Und genau das ist die Einladung, die bei einer Hochzeit ausgesprochen wird. Also, wo ich sage, nicht nur ich möchte diese Zeit, diesen Urlaub, diesen schönen Moment, vielleicht sogar die Kinder mit dir teilen, nein, das ist mir alles zu wenig. Ich möchte mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe, dir schenken und mit dir gemeinsam teilen. Das ist das Ja, das bei einer Hochzeit ausgesprochen wird. Und dieses Ja verändert tatsächlich die ganze Identität der Beziehung. Auf einmal denkt man nicht mehr du und ich. Und eigentlich sind wir, ja, wir gehen einen gemeinsamen Weg, aber immer noch eigenständige Identitäten. So eigenständig, ja, jeder in seiner Welt ein bisschen. Auf einmal denkt man nur mehr über uns. Wo ist unser gemeinsamer Weg? Wo ist unsere gemeinsame Zukunft? Was ist in der Situation für uns das Beste? Also aus einem Du und Ich wird auf einmal ein Wir. Man denkt nur mehr als wir gemeinsam und unser Weg. Und dieser Weg führt ja im Glauben einfach vor den Altar. Und ist jetzt die Frage, warum vor den Altar? Weil wenn ich die Liebe zum anderen ausdrücken möchte, auch mit dem ganzen Leben, mit allem, was ich bin und habe, dann könnte ich ja 100.000 andere Dinge tun. Also ich könnte ein Lied schreiben, das ganz authentisch von mir kommt. Ich könnte ein Gedicht schreiben, ich könnte einen Urlaub machen, ich könnte das Ich liebe dich in die Wolken schreiben mit dem Hubschrauber. Keine Ahnung was. Ich könnte mir 100.000 Ideen einfallen lassen, um diese Liebe, diese volle Einladung dem anderen gegenüber, dieses volle Ja auszudrücken. Aber ich kann nur eines vor dem Altar tun, nämlich, wenn ihr draufgekommen seid, dass dieser Weg, den ihr gemeinsam geht, kein Zufall ist, dass da jemand anderer noch seinen Plan in euren Leben hineingeschrieben hat, in euer Herz geschrieben hat, dass es kein Zufall ist, dass ihr so geführt worden seid, dass da letztlich Gott dahinter steht. Eine größere Liebe, die euch so geführt hat, dann kann man zu dieser Liebe, zu dem größeren Plan, der das Herz erobert hat, mit dieser Person, mit diesem Bräutigam, mit dieser Braut das Leben zu teilen, kann man nur vor Gott Ja sagen. Weil dieser Plan, der besondere Zufall, das ganze Herz erobert hat, das ganze Leben ausfüllt. Und dann führt es einen vor den Altar. Und man sagt zu einem größeren Plan auf einmal Ja. Man sagt zu etwas Ja, das nicht nur menschlich ist. Nein, unsere Liebe ist tatsächlich ja, von Gott geführt. Unsere Beziehung ist von ihm geleitet. Und dieser größere Plan, zu dem kann man dann vor dem Altar und Gottes Angesicht Ja sagen. Man verschenkt sich in der großen Dimension vom Plan Gottes in deinem ganz persönlichen Leben. Und das Vertrauen wird auf einmal noch viel größer in die Liebe zueinander, in den gemeinsamen Weg, in etwas, das euch als Menschen eben durch das Sakrament, heißt es, verbindet. Diesen Weg der Ehe möchte ich euch heute noch eine ganz besondere Vorbereitung ans Herz legen. Wenn ihr am Weg seid, um euch gegenseitig zu verschenken, nachher investiert in die Beziehung. Macht's was, das euch weiterbringt, das euch in der Liebe zueinander fördert und stärkt und führt. Es gibt ein Ehevorbereitungsprogramm, das ich sehr empfehlen möchte. Fit für Ehe heißt es. Ich habe das schon mit ganz vielen Paaren gemacht. Es sind 5 Abende, wo man das ganze Leben, die Beziehung, die ganzen Hintergründe, das Umfeld aufarbeitet und für einen gemeinsamen Weg bereit macht. Es ist für Brautpaare, es ist auch schon für Verheiratete oder auch für Paare, die sich noch gar nicht verlobt haben, aber sagen, wir möchten in unsere Beziehung investieren. Also lädt euch ein, investiert in die Beziehung, macht's was, weil es ist so ein großer Schatz, den man mit nichts ja, aufwiegen bezahlen kann.
Investiert in euer Leben, investiert in eure Liebe, in eure Beziehung. Und ich freue mich auf ganz viele schöne Hochzeitsfotos. Alles Gute. Grüß euch, Servus, dein Ruppi.